Herzschmerzen, das Herz streikt. Jetzt muss es schnell gehen. Man ruft 112, die Leitstelle gibt ihm detaillierte Anweisungen und fragt Symptome ab. Schickt dann den Notarzt los, der stabilisiert den Patienten und ab geht es dann ins Kreiskrankenhaus, zum Beispiel nach Frankenberg. Gleichzeitig wird vom Herzlabor im Kreiskrankenhaus das ECMO-Team in Marburg alarmiert. Mit Blaulicht, höchste Eile ist geboten, denn das Zeitfenster ist knapp, geht es mit der mobilen Herz-Lungen-Maschine nach Frankenberg, um den Patienten so zu stabilisieren, dass er dann sicher in die Universitätsklinik auf die Lahnberge nach Marburg transportiert werden kann. Ich freue mich, dass Sie vollständig der Einladung gefolgt sind und es alle möglich gemacht haben, dass es heute zu diesem Termin zustande gekommen ist. Es war ja nicht so einfach in der Koordination, aber Ziel erreicht, wunderbar, alle sind da und es ist sogar trocken. Und ja, ich würde sagen, wenn Sie einverstanden sind, Dr. Kupert, würde ich gleich an Sie schon übergeben. Und ja, dass wir alles zum ECMO-Mobil erfahren, was wichtig und gut ist für die Versorgung der Patienten aus der Region auf Frankenberg. Ja, danke Frau Jansson. Schönen guten Morgen in die Runde. Ich grüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Ich freue mich wirklich sehr, dass dieser Termin heute zustande gekommen ist. Ich habe mich unglaublich darauf gefreut und will mal kurz Bezug nehmen, wie so ungefähr alles begonnen hat, Herr Professor Schäfer. Wir kamen ins Gespräch, ich glaube, vor 3 Jahren. Und wir haben die Fühler so sachte ausgestreckt, weil ich auf der Suche war nach Zukunftslösungen für unser Krankenhaus in Frankenberg. Wir haben ja auch schon ganz schwierige Zeiten gehabt. Und es war wirklich angesagt, dass wir gucken, wohin orientieren wir uns. Es gab Gespräche mit Korbach. Es war sogar zeitweise mal eine Fusion der beiden Häuser im Gespräch. Wir haben Gutachten machen lassen, was wohl richtig und indiziert sein könnte. Aber am Ende des Tages haben wir im Kreisausschuss und auch im Kreistag gesagt, das trägt nicht. Und dann kamen wir ins Gespräch und haben begonnen, die Thematik Kardiologie für unser Haus anzusprechen. Und und der Gesprächsfaden ist im Grunde genommen nie abgerissen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir die Kooperation mit dem Haus in Marburg gern eingehen wollen. Beginnen mit kardiologischen Themen. Und jetzt sind wir ja mit diesem ECMO-Mobil schon ein Stückchen weitergegangen. Und das ist der Weg, auf den wir uns gemeinsam begeben wollen, weil wir glauben, dass unser Haus hier in Frankenberg eine tolle Arbeit leistet für die Bevölkerung, dass wir aber darüber hinaus auch nach Möglichkeiten suchen bei ganz speziellen Indikationen, die hier nicht mehr abgebildet werden können in der Therapie, dass wir dann einen starken Partner an der Seite brauchen, mit dem wir uns austauschen können, zu dem wir dann auch Patienten verlegen dürfen, damit sie dort die Maximalversorgung eines universitären Krankenhauses genießen können. Und ich glaube, dieses ECMO-Mobil ist ein tolles Beispiel dafür. Ich habe gelernt, es ist in der Lage, dann Menschen mit Erkrankungen zu stabilisieren, damit eine Verlegung nach Marburg vollzogen werden kann und sie dort dann eben die Maximaltherapie für sich bekommen dürfen und können. Und ich finde, das ist ganz toll. Und auf dieser Grundlage wollen wir gerne weitermachen. Es hat für mich eine unglaubliche Symbolkraft. Symbolkraft auch damit verbunden, dass die Botschaft hinausgetragen werden soll an unsere Bevölkerung. Ihr könnt euch darauf verlassen, ihr wohnt zwar auf dem Land, aber ihr kriegt das Bestmögliche, was medizinisch momentan möglich ist. Und deshalb hat es für mich wirklich so eine große Bedeutung. Und dass ihr alle da sind, ist ja genau belegt dafür, wie wichtig dieses ist. Herr Professor Schäfer, Sie gucke ich immer besonders gerne an, weil Sie waren der Ausgangspunkt und das ist wirklich sehr erfreulich. Danke dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Bernhard Schäfer ganz besonders, ich greife mal den Staffelstab auf, den Sie sozusagen mir hingehalten haben, lieber Dr. Kupert. Im Mittelpunkt für uns alle steht ja der Patient, da stehen ja die Menschen hier in der Region. Und jeder für sich, wir alle zusammen,
stellen uns ja die Frage, wie schaffen wir eine Spitzenmedizin in die Fläche zu bringen. Und das ist ja unsere Herausforderung. Wir sind hier in einer eher ländlich geprägten Region, Mittelhessen, Nordhessen, mit einer riesigen gesundheitspolitischen Herausforderung. Wir sehen ja, dass es schwierig wird, den ein oder anderen Facharzt und Hausarztsitz nachzubesetzen. Die Menschen fragen sich, wie komme ich an die beste Medizin, wie kriege ich eine optimale Versorgung. Und wenn ich das mal aufgreifen darf, jetzt aus der Sicht der Universitätsmedizin, dann haben wir hier in der Region, glaube ich, das riesige Privileg, dass wir eine Uniklinik haben. Und Uniklinik für uns hier heißt im Grunde genommen zweierlei. Auf der einen Seite, klar, ich meine, das ist der Anspruch der Unimedizin in Deutschland, Spitzenmedizin zu entwickeln und natürlich auch weiterzuentwickeln, neue Impulse, neue Innovationen zu setzen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hat unsere Unimedizin in Marburg noch einen zweiten ganz wesentlichen Auftrag. Das ist nämlich die Versorgung der Bevölkerung in der Fläche. Und dafür braucht es Partner. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade die letzten Jahre über extrem gespürt haben und gemerkt haben, wie wichtig es ist, liebe Frau Jansson, Netzwerke zu bilden. Und es geht nicht mehr alleine. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, so bin ich auch hier groß geworden, medizinisch in Marburg. Ja, da hat man von den Lahnbergen aus runtergeguckt auf den Rest der medizinischen Player. Heute sind wir auf gleicher Augenhöhe. Heute agieren wir auf gleicher Augenhöhe. Und wir versuchen alle gemeinsam, jeder für sich an seiner Stelle, seiner Rolle und Verantwortung gerecht zu werden. Und diese Netzwerkbildung ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Impuls nach vorne. Und ich bin froh, dass wir hier mit dem Krankenhaus in Frankenberg, mit Ihnen und Ihrem Team, ja in vielfältigen Projekten unterwegs sind. Es ist ja nicht nur, aber heute auch und heute ganz besonders das ECMO-Mobil, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, sondern es ist ja auch zum Beispiel die Teleneurologie, die Kardiologie sowieso, wir haben die Labormedizin, wo wir zusammenarbeiten. Ich glaube, in der Psychiatrie sind Dinge am Gange. Ich glaube, irgendwas habe ich noch vergessen, helfen Sie mir. Akademisches Lehrkrankenhaus sowieso, genau. Das Allerwichtigste quasi vorneweg, selbstverständlich, vielen Dank. Also es gibt eine Vielzahl von Berührungspunkten, von Kooperationspunkten und ich muss wirklich sagen, auch dank des Landrates gelingt es uns, glaube ich, hier sehr die kurzen Wege zu nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen und die Projekte voranzubringen. Und eines dieser Leuchtturmprojekte oder das Leuchtturmprojekt heute ist das ECMO-Mobil. Und ich glaube, wenn man mal jetzt fragen würde, so in der Bevölkerung auch so, ECMO, was ist denn das, worum geht das denn? Kein Mensch kennt ECMO, aber vielleicht hat sich das die letzten Monate oder das letzte Jahr so ein bisschen geändert, ja, denn unsere Intensivmediziner, unsere Notfallmediziner nicken, denn Corona hat uns auch ECMO gelehrt und das ist so, ja, das ist einer der kleinen vielleicht auch Auswirkungen der Corona-Pandemie, dass wir viel stärkeres Bewusstsein haben, High-End-Medizin in die Region bringen zu müssen. Und da ist ECMO, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür. Und das ECMO-Mobil ist jetzt quasi der nächste Schritt. ECMO gab es in Marburg schon lange. Herr Jerentrup und Kollegen, Sie werden das sicherlich noch mal berichten können und erzählen können, wie so die Historie ist. Also ECMO hat eine lange Tradition in Marburg, aber nicht das ECMO-Mobil. Jetzt bringen wir ECMO sozusagen in die Fläche. Und das ist Bernhard Schiefer zu verdanken und seinem Team, hier wirklich hartnäckig dran zu bleiben, die Impulse zu setzen. Und ich möchte allen Beteiligten danken, auch natürlich dem DRK, für ihren Beitrag, der hier im Rahmen des Rettungswesens unerlässlich ist. Frau Narkus, Frau Beetz, das habe ich bestimmt noch Herr Schuppan, noch den einen oder anderen vielleicht noch vergessen, aber dann sagen Sie es bitte. Und natürlich dem Team hier in Frankenberg, das mit der ärztlichen Leitung, mit der ärztlich-fachärztlichen Unterstützung hier
im Grunde genommen auf einer Augenhöhe jetzt partnerschaftlich mit uns interagiert. Also vielen Dank an alle, die hier mitgearbeitet haben, die hier mitarbeiten. Ich wünsche dem ECMO-Mobil ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele, viele Leben retten an der Schnittstelle zwischen Lunge und Herz, Herz und Lunge. Denn darum geht es hier, diese beiden zentralen Organe hier zusammenzubringen. Und ich danke Ihnen für diese wunderbare Unterstützung und Begleitung in diesem Projekt und wünsche uns noch viele weitere Projekte. Dankeschön, ja, gerne. Das ist ja schon ein tolles Alleinstellungsmerkmal, die Uni im Rücken zu haben. Und in Steinwurf ist es nicht, aber sehr schnell erreichbar. Und über die Zeit wächst es immer wieder zusammen. Und ich denke auch, Corona hat das eine oder andere natürlich auch in der Zusammenarbeit noch mal ein bisschen das Netzwerk mobilisiert. Und Netzwerk gehört zum Alltag, ist selbstverständlich. Das nutzen wir immer wieder und kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch das ein oder andere finden, das uns dann in den Fokus der Arbeit rückt. Ist aber auch gut so, weil letztendlich das für unser Kreiskrankenhaus ganz wichtig ist, dass wir einen starken Partner so nah haben. Ich darf ein bisschen zu der Historie ausholen. Ich war noch in keinem Kreistag bisher zu dem Zeitpunkt, musste 52 werden, als es dann endlich der Fall war und lauter fremde Leute vor mir saßen, Frau Heines rechts von mir. Und wir haben diskutiert. Wir haben diskutiert über Möglichkeiten, wie Harald hat es schon erwähnt, ein historischer, langer Weg fortgesetzt werden könnte, der zwischen Frankenberg und Marburg schon Ewigkeiten besteht, dass Patienten hier aufgenommen werden und sollten sie eine intensivere Betreuung benötigen, nach Marburg an die Uniklinik kommen. Aber das war wie bei einer Steckdose, eines Steckers, passte irgendwie nicht so richtig zusammen. Und der Landrat und die Beigeordneten haben einfach gesagt, ja, wir finden die Idee gut, wir finden eine engere Strukturierung, eine engere Vernetzung der beiden Versorgungsträger so interessant für und zukunftsträchtig, dass ihr mal loslegen sollt. Und dann kriegten Frau Jansson und hier neben mir Frau Puss den Auftrag und dann kam Corona. Und wir kamen in unseren Videokonferenzen, haben wir die Köpfe zusammengesteckt, inklusive Baupläne und Organisationsstrukturen. Zwischendurch wurde mal ein Katheterlabor platt gemacht, weil es einfach aus der Wartung lief. Und es sind verschiedene Schüsse von rechts und links gekommen. Und es gab auch Pressemitteilungen, dass die kardiologische Versorgung hier völlig zusammenbrechen würde und. Wir stehen jetzt hier nach Corona, 2 Jahre später. Und wenn ich mir anschaue, wie die Versorgungsstruktur ist, mittlerweile auf breiteste Basis gestellt, der Dr. Siebei als Vorfront ehemals Oberarzt bei uns in der Notaufnahme unter Herrn Dr. Jerentrup ausgebildet, ist jetzt hier in Frankenberg tätig. Personalstruktur, Organisationsstruktur und, Frau Jansson, das haben wir noch nicht ganz geschafft, auch die bauliche Struktur angepasst und auf einmal passt der, ich möchte in dem Bild bleiben, der Frankenberger Stecker in die Marburger Steckdose und der Strom fließt aber in beide Richtungen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es geht nicht darum, irgendwie jemandem was überzustülpen, sondern das, was Professor Renz als unser ärztlicher Geschäftsführer so in den Mittelpunkt gestellt hat, dass wir das, was wir am besten können, Universitätsmedizin, allen Mitbürgern in der Fläche in Nordhessen anbieten und dass sie von zu Hause aus immer das Gefühl haben können, sie können jederzeit rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, auf diese Universitätsmedizin zugreifen. Und das ist das, was wir damals sehr vollmundig in der Beigeordnetenbesprechung, Diskussion als Vision aufgestellt haben. Und was wir jetzt in 3,5 Jahren für diesen kleinen Bereich der kardiovaskulären, pulmonalen Notfallversorgung etabliert haben. Und es sind, so viel kann ich auch schon sagen, ganz viele neue Projekte, auch vor allem der Neurologie und der Labormedizin und Radiologie und Dermatologie und, jetzt auf dem gleichen Weg, die ähnliche Tools verwenden werden. Und es ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, dass wir im Rahmen der Weiterführung oder Intensivierung der Digitalisierung, die ja auch das Land Hessen ansteuert,
hier noch sehr viel Innovationen erleben werden. Was wir aber sicher den Mitbürgern und Mitbürgerinnen mitgeben können, ist, die Versorgung ist, ich würde sagen, auf ein neues, höheres Niveau gehoben worden. Zu sagen, was das Ganze ist und was wir hier machen und womit wir hier angekommen sind. Wir haben ein kleines Gerät, das wir quasi, wie schon angesprochen, aus der Uniklinik zum Patienten hier in die Peripherie bringen können, nach Frankenberg unter anderem. Wir haben ein Gerät, was das Herz und die Lunge unterstützt und für eine gewisse Zeit ersetzen kann. Für Patienten im kardiogenen Schock, für Patienten im kardialen, im Lungenversagen, für reanimierte Patienten, sodass wir eben für diese Patienten eine Stabilisierung anbieten können und diese Patienten hier abholen, das Krankenhaus unterstützen können in dieser Hinsicht und diese Patienten dann bei uns eben auf der Intensivstation behandeln können. Für uns ist es sehr wichtig auf der Intensivstation, dass wir nach sehr standardisierten, professionellen Methoden arbeiten, dass auch jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit die Patienten, die wir von hier abgeholt haben, nach gleichem Standard behandelt, dass es keine Individualentscheidungen gibt und dass wir eben mit diesem kleinen Gerät, wie gesagt, hoffentlich das Leben der Menschen retten, stabilisieren können und ein besseres Outcome dieser mit einer hohen Mortalität behafteten Erkrankung schaffen können. Im Grunde genommen haben wir da zwei Stränge, zwei verschiedene Patientengruppen, um die es geht. Einmal die Patienten, die hier im Klinikum schon aufgenommen sind in Frankenberg, die eine Komplikation bekommen, denen es im Verlauf schlechter geht, teils im Herzversagen, teils im Lungenversagen oder auch jetzt in der aktuellen Situation unter Corona mit ihrer Covid-19-Pneumonie von der Luft her so schlecht werden, dass sie hier nicht mehr intubiert beatmet auf der Intensivstation ausreichend versorgt werden können. Sprich, dass einfach die Covid-Erkrankung so schlecht geworden ist oder der Herzinfarkt dann dafür gesorgt hat, dass es dem Patienten so schlecht geht, dass er hier intensivmedizinisch behandelt wird, dass er hier von den Kollegen schon im Herzkatheterlabor erst mit versorgt wird und wir dann mit der kleinen Maschine hier hinkommen, mit unserer kleinen Herz-Lungen-Maschine den Patienten hier vor Ort anschließen. Dem Patienten geht es schon sehr schlecht, der Patient ist in einem hochkritischen Zustand. Wir dann diese Maschine hier vor Ort anschließen, dann ein Intensivtransportwagen von dem Rettungsdienst Mittelhessen kommt und ihn dann in Ruhe in die Uniklinik weiter transportiert, sodass wir dort dann den kardiogenen Schock, das Herzversagen nach dem Herzinfarkt oder auch die Covid-19-Pneumonie in dem Moment weiter behandeln können. Die andere Patientengruppe ist eigentlich eine Patientengruppe, die ist noch kritischer. Denen geht es noch schlechter. Da reden wir von den Patienten, die zu Hause umgefallen sind, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen haben, die eigentlich vor Ort tot sind. Auch da haben wir schon sehr enge Verbindungen in unseren Rettungsdiensten, wenn wir zum Beispiel das DRK Waldeck-Frankenberg auch in unserer Rettungsdienstschule von Mittelhessen mit ausbilden. Auch da sind wir schon ganz eng vernetzt, dass auch da schon vor Ort im Wohnzimmer, auf der Straße, wo der Patient kollabiert ist, die gleichen Abläufe sind, egal ob man in Vogelsberg ist, in Marburg-Biedenkopf oder hier in Waldeck-Frankenberg. Die Kollegen dort genau wissen, was haben sie zu machen, was müssen sie an Wiederbelebungsmaßnahmen machen, was müssen sie an Defibrillation, Schockabgabe oder Beatmung machen. Und diese Patienten hatten bis jetzt das Problem, dass sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben, die höchst kritische Situation, die man sich vorstellen kann, und dann von hier aus dem ländlichen Bereich, viele Kilometer bis auf die Lahnberge mussten. Die Lahnberge liegen gut mittig in Mittelhessen. Wir haben immer so strahlenförmigen Verkehr sozusagen mit kritischen Patienten aus allen Bereichen. Wir hatten letztes Jahr 20% Zuweisung aus Nachbarlandkreisen auf die Lahnberge, nicht aus dem eigenen Landkreis. Und diese 20% an reanimierten Patienten, die nicht aus dem Landkreis Marburg kommen, waren weit über die Hälfte auch aus diesem Bereich. Da verschwimmen die Landkreisgrenzen sozusagen ein bisschen. Aber was leider nicht verschwimmt und was leider sich nicht auflöst, das ist die Zeit, die gegen uns arbeitet. Das ist die Zeit, die läuft. Der Patient ist auf der Straße zusammengebrochen. Der Patient hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand und muss jetzt versorgt werden mit vielen weiteren intensiven medizinischen Maßnahmen. Oft auch damit, dass er in einem Herzkatheterlabor zugeführt wird, weil die Ursache doch in den meisten Situationen ein kardiales, ein Herzproblem ist. Und dann haben wir jetzt mit diesem ECMO-Mobil, mit uns als Team, die Chance, dass der Patient zeitnah hier ins Kreiskrankenhaus Frankenberg verbracht werden kann, hier weiter versorgt wird, die Reanimationsmaßnahmen weiterlaufen. Parallel dazu wir als Team, diesmal mit Blaulicht, heute Morgen war es etwas langsamer durch die vielen Baustellen, mit Blaulicht dann zeitnah zu den Kollegen kommen vor Ort ins Herzkatheterlabor in eine Schockraumversorgung und dort die Maschine anschließen und dann der Patient so weit stabilisiert ist, dass das Gehirn wieder mit Sauerstoff versorgt wird, dass vielleicht auch das Herz-Kreislauf-System langsam wieder anfängt und wir ihn dann mit dem Intensivtransportwagen in Ruhe wieder hinbekommen.
kann, wo man ganz kurz einfach abhaken kann, was der Patient hat, wie der Zustand ist, die kritischen Fragen im Prinzip klären kann und dann schnell Kontakt aufnehmen kann zu uns und schnell anrufen kann, sodass wir möglichst schnell, wie gesagt, diesen Patienten auch versorgen können. Da wir aus der Notfallmedizin wissen, dass gerade nachts um 2:30 und in so zeitkritischen Situationen, wo auch alle Köpfe, alle Hände beschäftigt sind mit der Stabilisierung des Patienten, mit der Behandlung des schweren Herzinfarktes, die genau. Checkliste abhaken, unten kommt die Telefonnummer raus und dann genau. können wir gemeinsam weiterarbeiten. Ja, als Vorsitzender des Aufsichtsrats unseres DAK Rettungsdienstes Mittelhessen soll sehr herzlich von Herrn Müller grüßen, der leider terminlich auch verhindert ist. Ich habe erfahren, dass gestern schon unser Intensivtransportwagen zu Gast hier war und sich sozusagen präsentiert hat. Das wäre sozusagen für uns dieses Fahrzeug die Ergänzung. Herr Dr. Kobert hat eben ja schon gefragt, wie denn der Ablauf so ist. Ich kann sagen, unsere, und das will ich betonen, ehrenamtlichen Mitarbeiter haben dieses Fahrzeug 24/7 zu Hause mit dabei. Das ist ein wechselnder Dienstplan. Sie kommen alle aus der Region. Und wenn es dann gefordert ist und der Einsatzalarm kommt, dann werden sie losfahren. Wir haben das Ziel binnen 20 Minuten. So ist die Verabredung am Uniklinikum in Marburg, das Ärzteteam und die ECMO aufzunehmen und dann aufzubrechen. Primär in ein Haus der Versorgung, was angefangen hat. Es ist uns wichtig gewesen und ich sage immer, es gibt Menschen, die müssen eine Idee haben und es muss am Ende Menschen geben, die diese Idee umsetzen und vielleicht auch schnell umsetzen. Ich weiß, wir waren auf einem sehr kurzen Weg, kurzen Draht und Herr Dr. Kubert hat ja meine private Beziehung in das Haus der Maximalversorgung schon herausgefunden, dass wir relativ schnell dabei waren zu sagen, natürlich, das Thema ist uns wichtig, das ist uns als Rettungsdienst Mittelhessen wichtig, als Rotes Kreuz aus der Region, wo wir ja den bodengebundenen Intensivtransport abbilden, seit Jahren abbilden, qualifiziert. Und diese Verbindung war uns eben sehr wichtig, auch das nochmal zu stärken, zu untermauern, die freundschaftliche Beziehung zu untermauern. Und Herr Dr. Kubert, das vielleicht zum Schluss, das Leben auf dem Land. Ich bin ein Korbacher Jung, insoweit kann ich sagen, man kann hier sehr gut leben. Nach dem ECMO-Mobil einen Intensivtransportwagen hinterher, um den Patienten letztendlich einzusammeln. Das muss man natürlich noch dazu sagen. Das Lustige ist, die Intensivtransportwegen in Hessen sind entwickelt worden wegen der ECMO. Kennt Hannes Gabriel noch gut, denn er kommt ja aus der Abteilung, die in Deutschland neben Düsseldorf die ECMO überhaupt entwickelt hat. Die ist in Marburg und in Düsseldorf entstanden vor Jahrzehnten. Und da man sich ja irgendwie überlegen musste, die schwerkranken Patienten auch in eine Klinik zu überführen, ist da erst dieses Intensivtransportsystem entwickelt worden, was wir heute noch nutzen, was er selber auch mitgefahren hat als Arzt, der war ja Besatzungsmitglied da. Also er hat auch eine Historie quasi in dieser Zeit, so eine Verbindung. Das ist ja immer schön, so eine historische Verbindung dazu auch zu haben. Und dieses System wird natürlich noch heute genutzt, um die Patienten dann einzusammeln. Wir haben die ein bisschen noch umgerüstet und die Halterung, die Sie da unten sehen, auf diesen Schienen. Genau solche Schienen haben wir in die Intensivtransporter jetzt auch eingerüstet. Das geht auch nicht. So funktioniert das im Fall.